Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Foundation. Wir haben unser kleines Dörflein dezent erweitert, haben jetzt inzwischen auch Fisch, denn wir haben ja endlich eine Karte genommen, wo man auch Fische fangen kann. Deswegen danke Frühjahr Merus für diesen Tipp, dass es auch andere Karten gibt, wo es denn eben Fische gibt. So, unsere Pläne. Wir wollen eine Dorfkirche und zwar am liebsten hier so. Wir könnten die auch hier machen. Ich hadere gerade mit mir selber, wo genau die hin soll. Wenn die auch diesmal von der... Ich mache die jetzt nicht ganz so überdimensioniert hoch. Dafür lieber ein weiteres Hauptgebäude. Damit wir da perspektivisch genug Larrys reinkriegen. Warte mal, du musst, glaube ich, noch einen hoch. Nee, hä? Gut, passt nicht so ganz daran. Aber egal. So, ein Türchen bräuchten wir. Wir schauen mal, welches Türchen denn gut aussieht. Das sieht ein wenig schlicht aus. Tür C. Ja, nehmen wir die. Die finde ich stylisch. Schön überdacht. So, kleiner Turm A. Gut, wir haben jetzt sowieso noch gar nicht so diese Ausbaumöglichkeiten bei dieser Kirche. Deswegen machen wir es, würde ich vorschlagen, erst einmal so. Und weil wir so viele Steine brauchen, hauen wir hier erstmal zwei weitere Larrys rein, die da ein bisschen mithelfen bei der Steinproduktion. Moment, da muss ich erstmal gucken wegen dem Ausweis von Wohngebiet. Dann muss das hier natürlich entsprechend weg. So, und sobald hier hinten mal ein bisschen Holz gerodet wurde, machen wir dann hier das Wohngebiet quasi weiter. Ja, finde ich gut, machen wir. Nehmen wir so. Aber ich würde trotzdem jetzt gerne mal hier sehen, wem was wo fehlt. Ich weiß aber noch nicht, ob man das erst vielleicht der Bürgerliche kriegt. Es kann sein, dass man das auch erst freischalten muss. So, dann machen wir doch schon mal hier eine kleine Hecke hin. So, einfach nur rein dekorativ. Wenn wir das Gebiet irgendwann mal dazu kaufen, dann können wir natürlich auch schauen, dass wir das ein bisschen schöner machen. So, du bist immer noch vollgestopft, obwohl das Sägewerk jetzt schon direkt nebenan ist. Du bist nicht vollgestopft, okay, das ist schon mal gut. So, nehmen wir doch mal hier einen von euch weg und du darfst dafür hier hinten weiter sägen. Also, besser gesagt, überhaupt sägen, anstatt da großartig Bäume zu schlagen. Dann kriegen wir nämlich A, mehr Handelsware, beziehungsweise schneller Handelsware und B, haben wir dann auch einen weniger, der da meckert. Oha, wer will denn was? Brote haben wir nicht, gibet nisch, vergesst es. Mach das hier hinten erst einmal weg, dass wir uns auf das Gebiet da vorne konzentrieren. Oder besser gesagt, auf die Gebiete da vorne. Sehr schön, zwei weitere neue Larrys für uns. Wunderbärchen. Sobald die Kirche steht, wird alles besser, hoffe ich. Also mampftechnisch muss ich sagen, sieht sehr gut aus. Gut, wir exportieren auch keine Beeren. Das haben wir ja beim letzten Mal gemacht. Also in der letzten Siedlung, die wir hatten. Und das war vielleicht nicht unbedingt das Cleverste, gerade beim Thema Nahrungsmittelknappheit.
werden aber tatsächlich scheinbar nur Beeren verkauft. Hm. Komisch. Können wir Fisch handeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut, der verkauft Fisch, aber der kauft keinen. Tja, schwierig, schwierig. So, sind die beiden Arbeitslosen schon da? Noch nicht, aber ich vermute, das sind die beiden und die kommen jetzt gerade an. Jo. So, wir packen einen dazu. Den anderen hier als Schreiner. Und wenn ich hier mal genüllt will, das Lager ist voll. So, hier fehlt noch einiges an Brettern. Das ist aber nicht schlimm. Davon haben wir ja genug. Ich frage mich nur, warum noch keiner auf die Idee kam, da mal Werkzeuge hinzubringen. Gut, wahrscheinlich, weil sie erstmal das Fundament brauchen. Aber ich hätte schwören können, zum Bauen eines Hauses braucht man Werkzeug. Man mag mich da durchaus engstirnig nennen, aber ich unterlag tatsächlich diesem bizarren Irrglauben. Mal gucken, jetzt die Attraktivität immer noch durchschnittlich. Ich glaube, er takt. Und schon haben wir sie hoch. Whee! Aber hier hinten nicht. Und das ist doch wiederum nicht richtig. So, jetzt dürfte es aber, denke ich, immer noch Durchschnitt. Was stimmt denn nicht mit euch? So viel schicke Sträucher, wie wir hier inzwischen haben. So, wie schaut's? Oh, uns gehen die Steine aus. Das ist natürlich gar nicht gut. Deswegen bin ich jetzt gerade froh, dass wir jetzt endlich hier mal den fünften Mann bzw. fünfte Frau reingehauen haben. Dass wir mal an ein paar Steinchen rankommen. Da sollte ich auch möglichst zeitnah gucken, dass er vielleicht nochmal einen zweiten Steinbruch bei Gelegenheit eröffnen. Ach, das ist der Händler. Ich dachte schon, das wären zwei neue Dorflarrys. So, ein paar Werkzeuge sind da. Das finde ich sehr schön, denn dann kann der Händler auch mal ein paar neue Werkzeuge da lassen und entsprechend kriegen wir das ja auch vielleicht irgendwann mal fertig. Immerhin, jetzt fangen sie schon an zu grinsen. Da, jetzt haben wir endlich die Anzeige. Ein Träumchen. Vielleicht hat das auch daran gelegen, dass wir da erstmal ein bisschen mehr Einwohner brauchen. Ich weiß es offen gesagt gerade nicht. So, und hier sollte das Dach über dem Kopf mal stehen, damit auch wirklich der Letzte zufrieden ist. Jetzt haben die nämlich aufgehört zu grinsen und das ist tragisch. Weil wir das Dorf Grinsebackehausen sind. Ja. Für dieses schlechte Wortspiel habe ich wahrscheinlich eine Ohrfeige verdient. Einfach nur irgendein blödes Wort sagen und dann einfach Hausen dranhängen. Ach, ist das typisch deutsch. So, was fehlt denn hier noch? Wilhelmine. Du konntest Werkzeug holen. Ach, guck an, das eine Gebäude steht schon mal. Sehr schön. Jetzt fehlen noch 20 Bretter. Und noch knapp 50 Steine. 49, um genau zu sein. Und noch holt keiner was, weil alle hier noch am Bauen sind. Na gut, dann macht ihr mal. Oh, zwei Steine, die werden es reißen. Obwohl die so viele liegen. Auch geil. Gut, aber wir wollen natürlich niemanden hetzen. Ihr seid die Bauexperten, ihr wisst schon, was ihr da tut und wie schnell ihr es tut. Hoffe ich zumindest, dass ihr das wisst. So, hier hinten wird auch erweitert, wunderbar. Wie viele Baumeister haben wir eigentlich? Über aktuell drei. So, wir haben zwei Arbeitslose. Wo sollen die ran? Ja,
Wir hatten bei dem einen Schreiner noch Leute, aber ich würde sagen, wir machen das beim Holzfäller erst einmal einen. Und hier den zweiten. Stimmt, den Sammler habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Ich frage mich echt, warum wir keinen Fisch verkaufen. Vielleicht wollen die einfach keinen Fisch. Weiß man nicht. Vielleicht essen erst bürgerliche Fisch. Das kann natürlich auch sein. Gibt's denn, warte mal, hier gibt's doch so eine Hilfe, ne? Zufriedenheit erhöhen, Einnahmen generieren, handeln, handeln, handeln. Punkt, Lieferaufträge. Meine Produktionsketten aufbauen. Aha. Okay, das ist nur ein allgemeines, wie es geht. Tja, man weiß es nicht. Es bleibt ein Mysterium. So, Wohnhaus ist fertig. Nein, dich wollte ich nicht markieren. Ich wollte den Steinbruch. So, jetzt die Quizfrage. Wann macht ihr hier endlich weiter, ihr Affen? Komm, ich setze da mal Priorität drauf. Vielleicht animiert das ja noch den einen oder anderen, da mal doch ein bisschen mitzuhelfen. Guck an, schon kommt ein zweiter. Aber ich glaube nicht, dass daran liegt, sondern einfach daran, dass noch zwei Teile des Gebäudes ausstehen. Nämlich diese beiden, der Turm und das zweite Hauptgebäude quasi. Und dann hoffe ich, dass wir aus euch endlich mal ein paar Bürgerliche kriegen. Aber wartet mal ganz kurz. Zufriedenheit erhöhen stand da doch, ne? Ja, die haben Bedürfnisse und die müssen gestillt werden. So weit, so gut. Okay, und wahrscheinlich haben die 75%, weil alle ein Dach über dem Kopf haben, was zu trinken haben, was zu essen haben. Es fehlt ihnen nur noch der Glaube, der ein bisschen getätschelt werden möchte. Und dann wir hiermit ja bald fertig sind, so denn irgendwann mal die letzten Ressourcen kommen, bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Und wieder zwei neue Larrys. Way! Traumhaft. Ich glaube, die Hecke hätte ich ein bisschen später machen sollen. Mit denen ich immer hier so rumgehen und hässliche Wege ziehen, wo eigentlich keine hin sollen. 24 Steine. Boah, da bist du jetzt aber fleißig. Da kommt doch richtig Freude auf. Ich überlege gerade, sind die Bäume nachgewachsen oder wurden die einfach nur noch nicht geschlagen? So, ich markiere schon mal ein bisschen was zum Aufforsten. Es wird noch größer, das Gebiet, nur jetzt für den Anfang erstmal. Ich meine, wir haben sowieso noch keinen Förster hier eingestellt, deswegen ist es, glaube ich, auch noch kein Problem. So, noch keine Arbeitslosen hier. Goodie, goodie. Toll, ich wollte gerade sagen, Wilhelmine, was treibst du eigentlich? Aber scheinbar macht sie jetzt gerade Pause. Und Catherine ist der Baustelle zugewiesen. So, wo bist du denn? Willst du nicht mal Ressourcen holen? Also das finde ich manchmal mitunter ein klein wenig nervig. Dass sie wird jetzt eigentlich zwei, dreimal draufschlagen und dann wird sie wahrscheinlich wieder Pause machen. Und dann wird sie auf die Idee kommen, hey, ich brauche ja doch noch ein paar Ressourcen. Anstatt erstmal sozusagen alle Ressourcen hinzubringen. Ja gut, wenn die jetzt erst einmal nur alle Ressourcen hinbringen würden, das wäre natürlich auch schlecht, weil wenn uns irgendwas fehlt, weil wir jetzt zum Beispiel keine Werkzeuge mehr haben, dann würden die die ganze Zeit einfach nur doof rumstehen. Von daher so ein bisschen kann ich diesen Gedankengang durchaus nachvollziehen. Trotzdem wünschte ich mir jetzt gerade, dass es ein bisschen schneller voranginge. So, jetzt ist Juliet der Baustelle zugewiesen, Catherine hat keinen Bock mehr. Dann halt nicht, bitte, Madame. Wer eine Schwelle hat schon. Aber weißt du was? So ein bisschen Hecke möchte ich hier vielleicht doch haben. Schau mal kurz.
So, einfach nur mal, um das so ein bisschen abzugrenzen hier. Und verschieben wollte ich dich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur da anbauen. Hä? Habe ich die jetzt einfach dicker gemacht? Ja, cool. Ne, ich habe da eine Ecke reingemacht. Ach schön, sowas geht auch. Ne, ich habe da einfach noch einen zweiten Pinökel drin, deswegen. Abbrechen. Ach, egal. Kümmern wir uns gleich drum. So, war das jetzt so schwer? Anscheinend. Aber gut, ist egal. So, Bretter haben wir jetzt alle, Steine haben wir alle. Es fehlen noch 5 Werkzeuge, man möge die bitte heranschleppen. Damit der Käfig, den wir vor Gott gebaut haben, hier auch mal fertig wird. So, zumindest der Plan. Ach, guck an, Catherine opfert sich und bringt endlich die letzten Werkzeuge, die uns fehlen. Way! Wir haben noch 2 Arbeitslose und es kommen schon die nächsten. Wow. So, da brauchen wir keinen mehr. Ich überlege gerade, wo wir noch wen einstellen. Einer wird auf jeden Fall hier sammeln. Und einer wird hier zum Schreiner, würde ich sagen. Stimmt, wir bräuchten mal Gelegenheit auch noch einen zweiten Lager-Larry hier hinten. So, damit steht die Dorfkirche. Sehr schön. 40 Besucher passen da nur rein? Hä? Obwohl ich 2 Hauptgebäude habe? Ich dachte, da müssten dann 60 reinpassen. Na gut. Dann ist das halt so. Egal. Hauptsache, wir kriegen die Leute happy. So, wir haben den Auftrag abgeschlossen und haben Bürgerliche freigeschaltet. Das heißt, 2 neue Landstriche können wir für uns beanspruchen. Welche sollen es sein, ihr Lieben? Einerseits hätte ich, glaube ich, ganz gerne den hier, damit wir hier noch ein bisschen siedeln können und so. Und, aber ich glaube, den hier oben hätte ich auch ganz gerne. Ja, nehmen wir die beiden. So. Machen wir erstmal da ein Abbaugebiet raus. Ja, aus dem ganzen Gedöns. Und wir auch schön das ganze Holz da rauskriegen. Genauso wie hier hinten. Aber wie gesagt, ich würde schon erstmal gucken, dass wir hier was abbauen, weil da soll gesiedelt werden und ich möchte dafür höchst ungerne einfach nur die Bäume platt machen, ohne die auch zu fällen und zu nutzen. Weil das wäre ziemlicher Quatsch. Also wir haben immer noch die Mission mit dem Berg. Mein Gott, seid ihr alle happy. Das ist ja unglaublich. So, 2 Arbeitslose haben wir noch. Die müssen wir noch irgendwo unterkriegen. Einer passt zum Beispiel hier noch rein. Warte mal, haben wir die Kleidung jetzt freigeschaltet? Jo, Tatsache, die Weizenfarm auch. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen... Ich überlege gerade, wo wir am besten siedeln wollen und wo wir am besten die Fläche landwirtschaftlich nutzen wollen, weil sich hier so ein kleines Dreieck abzeichnet. Na, das müssen wir leider für uns behalten. Würde ich sagen, machen wir doch mal hier hinten eine Weizenfarm hin. Die Windmühle kommt dahin und die Bäckerei daneben. Die können wir uns aber gerade nicht leisten. Schade. Egal, ihr Lieben, kommt beim nächsten Mal. So, wir machen an der Stelle wieder mal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich natürlich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, Sikorski.